Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu meinem Fazitvideo vom Pro Evolution. Schon wieder falsch, ey. Jetzt lasse ich es drin. Schon fünfmal angefangen. Zum Revolution Pro Controller 3. So, jetzt haben wir es richtig. Von Naken. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen. Ich habe ihn netterweise zur Verfügung gestellt gekriegt. Ihr habt für ein paar Wochen jetzt zum Testen. Ich muss ihn leider jetzt wieder wegschicken. Wenn ihr den kauft, normalerweise ist es ein Karton drum. Also bei mir ist er jetzt halt nur so, weil nur dieses Hardcase mir geschickt wurde. Aber das ist ja eigentlich relativ. Wir brauchen ja keinen Karton. Wir haben hier oben USB-Kabel. Den zeige ich euch auch gleich. Hier haben wir dann noch so ein Staubtuch. Revolution Pro Controller 3 steht da drauf. Dann haben wir hier in der im unteren Abteilung haben wir hier unten einen Karton mit Gewichten und der Controller. Ich kann euch jetzt auch leider nicht den Ultimate oder wie der hieß, den ich letztens getestet hatte von Naken, mit dazu packen, weil den habe ich auch nicht mehr, den habe ich ja wieder zurückgeschickt. Ja, leider. Also da muss ich echt sagen, da sind mir die Tränen geflossen, wo ich den zurückschicken musste, weil der Controller ist so der Knaller. Der ist im Prinzip fast genauso. Also ich habe mir jetzt hier die Software nicht runtergeladen oder ich hatte sie kurzzeitig runtergeladen und benutzt. Man kann auch hier die LEDs anpassen, also bunt machen, also nicht nur blau, grün und so, Rainbow-mäßig, aber egal. Das ist eine billigere Version, billig ist doof, preisgünstigere Version von dem, was ich euch letztens vorgestellt hatte, mit ein paar Abstrichen, die wir jetzt hier machen müssen. Fangen wir erstmal beim Optischen allgemein an, wenn wir hier rauf gucken. Der ist hier nicht so gummiert wie der, wie hieß denn der gleich wieder? Unlimited oder, ich packe euch den Link mal oben in die Beschreibung. Also hier in die Infobox, in die Beschreibung packe ich ihn auch rein. Da ist auch die Software erklärt, die ist genau hier die gleiche Software. Und da habe ich gedacht, zweimal zum gleichen brauche ich jetzt nicht, ich gehe jetzt nur auf den Controller ein. Und die Software, die ist für Enthusiasten. Wenn du wirklich Totpunkt und wann der Trigger und wie tief und dafür ist der wirklich, ist die Software richtig geil geeignet. Für mich ist die eigentlich schon zu komplex. Da sind Sachen mit bei, die ich für mich jetzt nicht einstelle. Ich habe ihn einfach so benutzt, wie er ist. Ich habe an der Software nichts verändert. So habe ich den letzten auch benutzt und war megamäßig zufrieden. Wir haben keine Lightbar. Dafür halt hier, seht ihr das? Den USB-Anschluss. Da kommen wir schon zum Entscheidenden, warum ich den nicht in meinen Streams benutzt habe. Ich habe die Kabel auch hier wieder ordentlich aufgewickelt. Also eigentlich habe ich in meinen eigenen USB-C-Kabel genutzt, weil ich hatte eher Angst, dass die Katzen den Kabel anknabbern und dann schicke ich einen kaputten Kabel mit zurück. Das ist kacke. Deswegen habe ich meinen eigenen USB-C-Kabel genommen. Hier haben wir mit Naken drauf. Also mit dem Logo und hier der USB-C-Kabel, auch mit einem Naken-Logo, also mit der Schlange. So, machen wir das mal weg. Und der funktioniert wirklich nur mit USB. Also wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit, wie beim anderen, wo wir dann halt mit einem Stick oder so arbeiten und der sich per WLAN oder per Bluetooth oder was weiß ich verbindet. Das ist hier leider nicht. Deswegen habe ich ihn nicht in meinen Streams benutzt, weil der Weg von der PlayStation bis zu meinem PC, wo ich sitze und zocke, ein bisschen weit ist. Und beim Rausrollen würde ich immer ständig über den Kabel rollen und den damit kaputt machen. Deswegen habe ich ihn halt nur benutzt, weil ich Wochenende mit meiner Tochter oder tagsüber mit meiner Tochter zusammengezockt habe. Also sie in ihrem Zimmer Fortnite, ich hier Fortnite, Headset auf und dann mit ihren Leuten da zusammen an der Party und sowas alles. Da habe ich den genutzt. Und ich muss sagen, der ist jetzt um die 70 Euro billiger, preisgünstiger und es lohnt sich. Also für Leute, die den anderen für 150 oder 159, was mir persönlich für einen Controller jetzt momentan auch zu viel wäre, obwohl ich da schon die ganze Zeit am Überlegen bin, ob ich mir den Visa Unlimited, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich mir den nochmal nach irgendwann später kaufe. Weil der war geil, der war wirklich geil, der hat so geil in der Hand gelegen. Der ist auch geil, da ist halt nur doof halt mit dem Kabel. Wir haben hier oben auch, nicht wie bei dem anderen, so gummimäßig, hier ist halt so eher Plastik, glatt. Hier hinten sind die Gewichte drin, haben wir auch so ein bisschen geriffelt. Ja, die gehen auch nicht einfach so ab. Da muss man schon Also ich kann hier rüber machen, wie ich will. Also da geht es nicht ab.
Man muss wirklich hier oben reindrücken. Ich zeige euch das nochmal. Wenn ich hier oben nur so ein bisschen reindrücke, oh, na gut, jetzt geht es nicht so. Zack, dann geht's auf. Also da geht, braucht ihr keine Angst haben, dass das beim Spielen einfach so aufgeht. Das ist ein original PlayStation lizenzierter Controller. Das heißt, ihr braucht auch nicht auf den PlayStation-Knopf, Share-Button und Options-Button verzichten. Das funktioniert alles gut. Ja, und wie ihr seht, im Xbox-Style. Wo ich am Anfang, muss ich auch zugeben, dachte, uff. Wo ich den ersten Naken in diesem Style hatte, dachte ich, uff. Und mittlerweile muss ich sagen, bei einigen Spielen ist das so entspannt und ist so geil, wenn du dann halt so steuern kannst und dann hast du halt hier unten die Richtungstasten, wenn du halt irgendwie irgendwas im Inventar machst oder so. Das ist so entspannt. Also hätte ich so in der Form nicht gedacht. Die Rücktasten, wir haben hier hinten noch vier extra Knöpfe, zwei da. Die sind für mich so an sich eigentlich relativ, ich habe kurze Finger, relativ gut erreichbar. Ich habe mir da halt X drauf gepackt und habe mir so ein bisschen getestet in Fortnite und so. Da muss ich mich aber noch zurechtfuchsen. Und dadurch, dass ich den halt immer nur hier für ein paar Stunden spielen konnte, mit dem Rindfuchsen habe ich es halt nicht so gehabt. Also da muss ich noch mich zurechtfinden. In der Software könnt ihr vier verschiedene Profile anlegen. Die könnt ihr dann, seht ihr dann hier bei den vier LEDs, welches Profil ihr gerade anhabt. Ihr habt auch hier hinten einen Modus. Da ist es, da. Zwischen dem PC-Playstation-Modus und dann halt noch zwei weiteren Modi. Und hier, da. Das ist die Profiltaste. Wartet mal, ich werde mal anmachen. Achso, der hat ja keinen Akku verbaut, wa? Geht der jetzt so gar nicht an? Das habe ich nämlich noch ja nicht versucht, ob der so angeht. Na egal, dann halt nicht. Und jedenfalls leuchtet dann die LED, je nachdem welches Profil, 1, 2, 3 oder 4. Ja? Ich hole mal schnell noch den Original PlayStation Controller dazu, dass ihr den mal seht, wo die gravierendsten Unterschiede sind. Also nicht nur im Xbox-Style, dass halt der Analogstick hier oben ist, sondern guckt euch mal, das fällt jetzt hier nicht so wirklich auf. Also ich muss mal gucken, dass man das irgendwie so macht oder so, dass die so etwa auf gleiche Höhe sind. Also ich weiß, dass durch das Licht und so wird es jetzt nicht so auffallen, aber die Knöpfe, also Dreieck, Vier, Kreis, X, sind hier wesentlich größer und für mich, ich habe dicke Daumen, ja, sind die für mich wirklich super erreichbar und die haben einen super Druckpunkt. Also wirklich toll. Dann ein Unterschied zwischen dem teureren, zu der teureren Variante, die auch ohne Kabel geht. Wir können hier oben die Nippel nicht abschrauben. Also die konnte man hier vorher abziehen. Hier einfach so rausziehen. Und dann konnte man halt mit einem Hügel rufmachen und verschiedene Größen und sowas alles. Also hier von den Kappen hier unten da. Da konnte man dann halt die Neigung bei dem anderen ein bisschen einstellen, dass die dann halt nur so ein Stück gehen oder halt noch weiter rein. Die haben hier, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 45 Grad Winkel. Wir haben auch hier das normale Mauspad, wie ihr das kennt. Aber noch ein gravierender Unterschied ist, so, ich glaube, jetzt könnt ihr das besser sehen. So, sind die L2, R2, R1, L1 Tasten. So, die sind hier wesentlich größer, griffiger und mechanisch sind sie. Vielleicht hört er das, ja? Das war jetzt R1, L1, R2, L2, wartet. Ja, die sind hier wesentlich griffiger. Also man ist wirklich besser drauf. Am besten, wenn ich den immer so gehalten habe, warte, dann muss ich immer vorher dann gucken. So. Und dann habe ich den so gehalten. Und da hält er sich wirklich gut, wenn du hier richtig schön drauf bist. Und der Druckpunkt ist toll. Also wesentlich besser als beim Originalcontroller. Man rutscht nicht so schnell ab. Man hat einen schönen Griff. Auch für meine Hände ist das gut, weil das ist hier, seht ihr das? Warte mal, hier könnt ihr das sehen, dass es halt
hier so eine leichte ist und hier seht ihr die Beuge, die ist, also hier, ist hier wirklich größer. Man kann hier richtig schön den Controller schön in der Hand halten. Kommt alle, an alle Tasten super ran. Die Tasten haben richtig geilen Druckpunkt. Bei den Gewichten habe ich jetzt momentan drin, weil ich noch ein bisschen rumgetestet habe, 16 Gramm. So, 16 Gramm habe ich jetzt drin. Ich habe halt, wie gesagt, ein bisschen rumgetestet. Ich zeige euch mal, was noch mit bei ist. Also ich würde mir auch wünschen, auch wenn es jetzt die preisgünstigere Variante ist, wenn man den Controller mitnimmt und wenn man die Schachtel oft aufmacht, dann geht die kaputt. Da würde ich mir vielleicht noch eine Plastikschachtel wünschen. Als kleinen Anreiz für die nächste Modellreihe oder so. Weil sonst liegen die Gewichte dann einzeln lose drin. Da eine kleine Plastikschachtel oder so da rein, bumm, fertig ist. Ja. Und vielleicht ein bisschen mehr Auswahl bei den Gewichten. So, wir haben nämlich dann noch 10 Gramm, zweimal natürlich, und 14 Gramm. Ja. Und da muss ich sagen, da fehlt mir vielleicht noch 20 Gramm oder so. Das wäre jetzt, also 16 ist okay für mich, aber ich habe ihn lieber gerne noch etwas schwerer in der Hand. Also ich würde mir da echt noch ein paar Gramm mehr wünschen. Oder 18, 19 Gramm nochmal. Also ein paar Gramm mehr würde ich mir schon wünschen. Aber so, top. Also ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Das ist auch nur mein persönliches Empfinden. Der Vibrationsmotor, also die Vibrationsmotoren, die sich im Controller befinden, sind auch stärker, meines Empfinden nach, als der Original PlayStation, beim Original PlayStation Controller. Meine Tochter, die kann man in der Software auch separat einstellen. Also wenn ihr zum Beispiel rechts, wo Kreis und Dreieck und so ist, nicht so stark haben wollt, weil ihr Angst habt, ihr rutscht von Dreieck ab oder was weiß ich, könnt ihr da Lascher einstellen und hier links, wo ihr sowieso griffig haltet, wegen Steuerung, da overpowered, dann... Ja, also das ist alles überhaupt kein Problem. Die Software werde ich euch in diesem Video nicht zeigen, weil das habe ich im letzten Video schon sehr gut gemacht, denke ich mal. Da werde ich euch das Video in die Infobox verlinken. Ich muss den jetzt leider, weil die Testzeit abläuft, leider wieder zurückschicken. Es ist eine gute Alternative zu dem teureren Modell. Es ist viel dran, man kann viel machen. Manche sagen, oh, es ist zu viel dran, aber lieber zu viel als zu wenig. Aber leider kabelgebunden und keine Lightbar, weil da fragen ja auch immer viele nach, um VR-Spiele oder andere Spiele zu steuern. Das geht mit dem leider nicht, weil keine Lightbar. Und nur mit Kabel. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit ihm sehr zufrieden. Das ist ein sehr schöner Controller, ein griffiger Controller, der sehr gut in der Hand liegt. Das Feedback, was er mir gibt vom Vibrationsmotor, vom Drücken der Tasten, exzellent, exzellent. Und wenn es bei mir ein Controller, wenn ich mal sage, ich kau jetzt richtig Geld raus und hole mir einen richtigen Controller, dann würde es Naken sein, aber halt nicht der. Dann würde das Modell, was ich davor getestet habe, sein, weil der ist nicht kabelgebunden. Das ist für mich halt besser, weil mein PC halt ziemlich weit von meiner PlayStation weg ist. Wenn ich aufnehme, zocke, da ist das halt unpraktisch, und auch wegen meinen Katzen ist das unpraktisch mit Kabeln. Deswegen habe ich nicht den Originalkabel genommen, weil ich hatte Angst, dass ich es nicht mitkriege und die knabbern den Kabel durch. Da habe ich ein Kabel von mir genommen. Aber das hat trotzdem super funktioniert. Ihr könnt ihn, wie gesagt, auch am PC anschließen. Ich bin kein PC-Zocker. Habt ihr da ja nicht versucht, aber da ist der Kabel ziemlich lang, der hier mit bei ist. Wie gesagt, der ist ja auch zum Laden. Da empfehle ich euch, nehmt einen kürzeren Kabel. USB-C hat ja fast mittlerweile jeder. Wenn nicht, ein paar Euro kostet da bei Amazon ein USB-C-Kabel gekauft, so ein Stücke. Ja, und dann, also wenn ihr das an der Tastatur habt, das USB, oder vorm Bildschirm, wenn ihr natürlich unten habt, dann würde ich schon so ein Stück nehmen, aber das ist halt besser so ein Stück Kabel als 3 Meter Kabel sozusagen. Nur als kleiner Tipp. Von mir auf jeden Fall einen ganz klaren Daumen hoch. Ein sehr schöner Controller.
sehr, sehr, sehr wertig verarbeitet. Ich bin megamäßig begeistert und wie gesagt, muss ihn leider abgeben. Was nun? Hat Mutti dir was weggenommen? Nee, sie will dir was bringen. Sie will mir, ach so, die Jacke. So, sie will, meine Tochter bringt mir eine Jacke. So, die legen wir jetzt hier ab und dann bringt sie mir gleich das nächste. So, das soll es jetzt auch zu dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Guckt mal in der Infobox. Da werde ich euch das Video vom Vorgängermodell und von dem davor, also von der kleineren Variante, also ohne Gewichte, ohne irgendwas, aber im Xbox-Design, werde ich euch da mal verlinken. Und in dem Ultimate oder wie der hieß, Unlimited Ultimate, ich verwechsel die immer, da ist auch die Software erklärt. Die habe ich jetzt hier nicht extra nochmal mit drin genommen, weil ist im Prinzip das gleiche. So, ich bin dann jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.